Oh, wisst ihr, jetzt will ich gerade ein Video machen und die Kirchturmglocke hört nicht auf zu klingeln. Ja, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute geht es darum, den Innenraumfilter, wie man den Innenraumfilter beim Auto wechselt, sprich der Lüfter für die Klimaanlage bzw. Lüftung. Ganz gerne mal, ja, hat man ja schlechte Gerüche im Auto und ich dachte mir, mache ich jetzt ein Video darüber oder nicht? Aber weil es doch einige nicht wissen, dachte ich, mache ich jetzt ein Video darüber. Und zwar, gerade wenn ihr mal schlechte Gerüche im Auto habt oder so, kann es durchaus sein, dass man den Innenraumfilter, gerade wenn so muffiger Geruch aus der Lüftung kommt, und der Innenraumfilter befindet sich in der Regel immer im Motorraum. Beim Golf 3 werde ich euch das jetzt zeigen. Findet ihr den hier? Also wir machen die Motorhaube auf. Dann hier auf der linken Seite. Ich denke, das ist so ziemlich bei fast jedem Auto der Innenraumfilter sich irgendwo hier oben befinden wird. Es kann ja je nachdem vom Fabrikat anders sein. Es gibt bestimmt auch Autos, da ist er hier unten, aber in der Regel ist er irgendwo hier. Beim Golf 3 ist er hier. Dieses Modell hat jetzt auch eine Klimaanlage, deswegen ist er auch etwas größer. Als erstes machen wir diese Gummileiste hier weg. Die ziehen wir einfach noch oben weg. Ja. Machen wir einfach mal so zur Seite. Entweder ganz oder ich mache sie jetzt eben nicht komplett weg, sondern nur ein Stück. Dann haben wir hier solche Gummipropfen. Die sind relativ leicht eigentlich bei mir zu entfernen. Je nachdem muss man die rausdrehen oder raushebeln. Ich nehme hier so eine Zange an und ziehe ihn raus. Ja, so hat es doch einfacher funktioniert. Also dann machen wir diese Abdeckung hier zur Seite. So. Die ist hier ein kleines bisschen eingefasst. Und jetzt sehen wir hier den Innenraumfilter. Hier sind auch Blätter bei mir drauf. Und der ist auch schon ziemlich dunkel. Also, ja, nicht mehr so der schönste. So, hier. Steht die Kamera mal hin. Ich hoffe, man sieht es. Hier sind zwei solche Clips. Die drückt ihr nach hinten und dann zieht ihr ihn so raus. So. Nach hinten und dann so rausziehen. Bei der Gelegenheit kann man natürlich mal hier schauen, je nachdem, wenn ihr ganz furchtbare Gerüche habt, ob sie hier irgendwo vielleicht eine Maus verkrochen hat. Es kann ja sein, dass da eine Maus reingeklettert ist oder so und die jetzt da drin liegt. Dann gibt es halt mega schlechte Gerüche. Ja, also eine Maus oder ein Marder oder irgendwas da reingekrabbelt ist. Das kann ja dann ziemlich ekelhaft riechen. Den Rahmen brauchen wir noch. Diesen Kunststoffrahmen. Den Kunststoffrahmen brauchen wir noch. Wir gehen einfach hin mit dem Daumen und drücken den einfach hier raus. Ziehen den. Der ist hier gerade so reingeschoben. Ja, ihr seht. Und dann drücken wir ihn raus und dann haben wir hier diesen Kunststoffrahmen. Und in diesen Rahmen, dann holt ihr euren neuen Luftfilter. In meinem Fall, ich habe ihn jetzt einfach bei ATU bestellt, weil da sage ich, was ich für was für ein Auto ich brauche und die holen mir dann den passenden. Hier steht Airflow. Ne? Die Luft geht so durch, das heißt, das ist unten. Ist eigentlich recht einfach zu verstehen, dass man ihn auch richtig einbaut. Ich habe da eigentlich nichts, ich habe da bloß ein Stück Laub drin. Ansonsten nichts.
Da hier drin ist auch eine Klappe, weil die meisten Autos haben hier so einen Schalter, wo man die Luftzufuhr von außen abriegeln kann. Das heißt, die Lüftung holt sich nur die Luft von innen. Das ist zum Beispiel von Vorteil, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, wo gerade der Bauer Dünger oder Gülle gestreut hat und draußen stinkt's ultra. Da macht man den Knopf und dann ist hier so eine kleine Klappe drin. Die kann ich jetzt leider ganz schlecht sehen. Die geht dann hoch und verschließt. Also hier alles mal kontrollieren. Bei der Gelegenheit kann man auch schauen, ob die Klappe noch ordentlich sitzt und funktioniert und ob da vielleicht irgendwo Dreck oder sonst irgendwas in der Richtung sich gesammelt hat, aber hier ist alles tutti frutti sauber. Da ist nichts drin, das heißt, wir werden jetzt diesen Filter hier einfach wieder einsetzen mit der Pfeilseite nach unten und den Rahmen oben drauf. Muss man schauen, dass man das hier auch alles richtig reinpackt. Wenn möglich nicht beschädigen. Ne? Man will da ja keine Beschädigungen. Und hier kommt dieses Kunststoff rein. Das soll das Kunststoff so heben, dass der Luftfilter nicht einfach durch den Rahmen durchrutscht oder so, sondern dass der hier auch wirklich sitzt. So. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Nun. Alles mal schauen, dass es alles wirklich im Filter sitzt. So. Ja, sieht gut aus. Sitzt. Das ist hier richtig drin. So, da ist wie so eine kleine Lasche. Da schiebt man dieses Plastikstück rein. Und dann setzen wir wieder ein mit diesen beiden Näschen. Hier sind zwei Näschen. Die kommen nach außen, also so. Sprich. Und dann kommt das Ganze so rein, hakt sich hinten ein und wird einfach runtergedrückt. Na. Muss ja vielleicht ein bisschen zurückdrücken. Dass es auch wirklich sitzt. Und das war's. Wir haben den neuen Innenraumfilter gewechselt. Das war schon die ganze Arbeit. Jetzt nur noch diese Abdeckung hier wieder reinfummeln. So. Und somit ist alles wieder fest. Und der Innenraumfilter ist gewechselt und somit sollten schlechte Gerüche aus dem Innenraum auch verschwunden sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hilft euch weiter. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Infinitum. Ciao.